Das ist unheimlich wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo der Alltag des Kindes, der Kinder unheimlich verzweckt ist und Kinder unheimlich einem Funktionsdruck ausgesetzt sind. Und das ist auch die Brücke zu den Kinderrechten, die ich hervorheben möchte, weil das ist, klingt ja weit weg. Freies Spiel und Kinderrechte, das hat das miteinander zu tun. Natürlich zunächst einmal hat es damit zu tun, dass die Kinderrechtskonvention auch ein Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung kennt und eingeschrieben hat. Und das war uns gar nicht so bewusst. Auch durch die Pandemie haben wir plötzlich die Bedeutung des Spiels und das Recht auf Spiel und Erholung auch erkannt. Wenn plötzlich diese organisierte Spiele wegfallen in der Freizeit der Kinder, plötzlich ganz andere Freiräume zu Hause in der Nachbarschaft entstehen und man wieder den Nahraum ganz anders entdecken muss, den sozialen Nahraum, aber auch die tatsächliche Umgebung. Also es gibt ein Recht der Kinder auf Spiel, Freizeit und Erholung. Es ist entstanden natürlich aus der historischen Erfahrung, dass es diese Momente nicht gibt. Und auch heute gibt es natürlich Regionen auf der Welt, in der Kinderarbeit sich ganz anders sieht. Und da ist es, also ganz andere Dimensionen hat. Und da muss gekämpft werden, dass Kinder wenigstens auch, dass auch die zeitlichen Räume haben und Räume, wo sie spielen dürfen. Und auch in allen Krisengebieten der Erde richten die internationalen Hilfsorganisationen, ob es Save the Children, UNICEF und so weiter, richten immer Safe Parks ein, sichere Orte, sichere Spielplätze ein, wo Kinder auch in den schlimmsten Umständen spielen. Und wenn Sie die Bilder sehen, die uns erreichen aus diesen Krisengebieten, dann werden Sie auch immer wieder Bilder finden von Fotojournalisten, die diese Momente aufgreifen, wo Kinder in den unmöglichsten Bedingungen spielen. Das ist etwas sehr Wesentliches. Das ist etwas, was ein Grundbedürfnis des Menschen, das Grundbild des Kindes, was in allen Kontexten überzeitlich wir wiederfinden.